Hallo YouTube und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World. Wir spielen Szenario Nummer 6, wo wir jetzt ein Tutorial haben, wo man Stück für Stück Gebäude, wie das hier so heißt, bauen kann. Nach eigenen Belieben kann man Wände, Dächer, Dekoration und so bauen. Ja, und jetzt sollen wir noch für ein Nebenziel ein Stück für Stück Gebäude bauen, was minimal $500 kostet. Und deswegen bauen wir uns jetzt mal hier schnell ein einfaches Gebäude. Was $500 kostet. Wir können ja hier drinnen noch ein paar Wände ziehen. Das sind jetzt $100. Wir können sogar in die Höhe bauen. Wenn man an der gleichen Stelle eine Wand baut, wo schon eine ist, wird automatisch in die nächste Etage gegangen. Das sind jetzt $300. Wenn wir jetzt noch ein Dach machen. Jetzt sind wir bei 392. Dann können wir vielleicht noch ein paar Deko-Sachen. Was haben wir hier? Metallabzug. Eine Sicherheitskamera. Die kostet aber nur $8. So ein paar Extras. Ja, machen wir hier ein bisschen Deko. Und dann sollten wir hier gleich die $500, die wir brauchen, zusammen haben. Jawohl, jetzt haben wir $504. Dann beenden wir doch mal. Ja, und da haben wir die erste Herausforderung gemeistert. Jetzt müssen wir noch den Parkwert erhöhen und eine Achterbahn bauen, die 1000 Meter lang ist, Minimum, und eine Begeisterung von 5,0 hat. Und wir müssen einen Park haben, der ordentlich Gewinne macht. Ja, jetzt haben wir hier doch einen netten Eingangsbereich. Was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Hausmeisterstand, ist noch geschlossen. Dann haben wir einen Getränkestand, den können wir mal öffnen.
Ja, hier ist dann noch ein Fahrgeschäft. Machen erst noch mal Pause. Der Tower. Machen wir mal auf 2 Dollar. Gehen auf Öffnen. Ja, hier ist die Grenze. Müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein paar Fahrgeschäfte hinbauen. Ja, hier ist auch noch ein Golfplatz. Darf man ja, weiß nicht, ob man hier nachher was bauen darf. Wie und wo? Schon mal ganz interessant hier. Wir bauen erstmal einen Weg. Ein kleiner Asphaltweg, würde ich mal sagen. So einen Weg lang. Ja, keine Ahnung, ob man hier lang bauen darf. Dann machen wir ja eigentlich den Golfplatz jetzt kaputt hier. Dann können wir hier mal noch ein bisschen lang bauen. Naja, hier ist ja auch noch ein Weg. Oh, gar nicht gesehen. Ein bisschen so. Gehen wir auch noch nicht. Ja, warum? Ja, bauen wir ein bisschen Zickzack, ist ja egal. Ja, man kann hier bis in die Ecke reinbauen. Also hier hätten wir noch ordentlich Platz. Hier auch. Dann haben wir hier hinten. Dann können wir hier auch mal einen Weg bauen. Können ruhig ein bisschen zickzack sein, ist ja egal. So, dann haben wir hier wieder einen Weg. Ah, müssen wir leider mal den einen Baum entfernen hier. Das. Dann haben wir hier auch schon ein Riesenrad. Machen wir mal. Ja, den können wir bei 1,50 lassen. Öffnen wir mal. So, den haben wir schon geöffnet. Den Tower. Das sind die einzigen beiden Fahrgeschäfte, die wir haben. Hier ist noch ein Weg. Dann können wir ja, hier vom Eingangsbereich. Aber da sind dann wieder irgendwelche
Nee, kann man doch nicht. Ja, man kann hier nicht planieren, weil das von der Mission her vorgeschrieben ist, dass wir den lassen sollen. Nun gut, dann lassen wir den. Dann machen wir erstmal einen Weg. Diese Bäume hier immer. Warum können wir jetzt hier keinen Weg bauen? Fragezeichen. Sind wir jetzt zu nah hier am Loch dran oder was hier? So, hier konnten wir jetzt bauen. Jawohl, geht doch. Es geht doch. Ja, wunderbar. Ja, Direktverbindung hier. Ja, sehr gut, das geht auch. Jetzt haben wir eigentlich eine schöne Rundreise hier. Ja, hervorragend. Jetzt brauchen wir noch eine Warteschlange für unseren Tower, ja, hier. Die können wir ja ruhig hier parallel verlaufen lassen. Ja, wunderbar. Das wäre das. Und fürs Riesenrad brauchen wir natürlich auch. Da ziehen wir einfach nur mal so gerade runter. Da brauchen wir nicht so eine mega lange Warteschlange. Der Ausgang auch einmal so rüber. Man kann auch hier ein bisschen rumspielen mit den Zeiten, wie viele Runden man fahren soll oder darf für den Preis. Das ist ja ein großes Riesenrad, da passen ja viele Leute hin. So, man kann bis 9 Runden, mehr kann man nicht einstellen. So, warten auf Kapazität können wir ja sagen, beliebig. Die minimale Wartezeit können wir mal sagen 10 Sekunden und die maximale sagen wir 20 Sekunden. Ja, Musik können wir mal anmachen. Da können wir mal Abenteuermusik anmachen. Ja, das wäre das. Und dann gucken wir noch mal hier beim Tower. Wir wollen nicht, dass die Leute zu lange warten. Hier sagen wir mal 30 Sekunden maximal, Minimum 10 Sekunden. Und wir gehen hier auf 4 Runden. Erstmal. So, dann können wir mal starten. Und dann schauen wir mal, wo die ersten Besucher so hinlaufen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.